Pate. Und die dritte Gruppe war eine Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung. Die haben wir in Bezug auf Kooperationsbereitschaft und Egoismus untersucht und haben gleichzeitig noch einen Intelligenztest und einen Psychopathietest durchgeführt noch mit den drei Gruppen. Ja. Ja. Und das Resultat hat uns erstaunt. In Bezug auf Egoismus waren die Trader die absoluten Top-Reiter. Also die waren weitaus egoistischer und unkooperativer. Noch als die Psychopathen? Als die Psychopathen, obwohl das eigentlich ein Kriterium für Psychopathie ist. Mhm. Oder? Was man auch gesehen hat, und das war fast schon traurig aus unserer Sicht, wir haben auch die Performance gemessen. Das war so ein sogenanntes Gefangenendilemma-Spiel, wo man Gewinn machen kann. Mhm. Und die Performance der Trader, obwohl es eigentlich ihr Beruf ist, Gewinn zu machen, war schlechter als derjenige von den Psychopathen. Mhm. Oder? Haben Sie eine Erklärung dafür gefunden, so dramatisch und erschreckend dieses Ergebnis erst einmal ist? Ich muss da vielleicht etwas ausholen. Es gibt in der Psychiatrie die Unterscheidung zwischen Persönlichkeitstätern und Situationstätern. Mhm. Die Persönlichkeitstäter sind Leute, die haben das Unrecht gewissermaßen in sich verankert, in ihrer Persönlichkeit. Die suchen eigentlich Situationen aktiv auf, wo sie ihre Ruchlosigkeit ausleben können, um das ein bisschen pathetisch zu formulieren. Ja. Beispielsweise ein gutes Beispiel sind pädophile Sexualstraftäter. Mhm. Das sind Persönlichkeitstäter. Dann gibt es die Situationstäter. Das sind Leute wie Sie und ich, also eigentlich normale Leute, die aber in bestimmten hochspezifischen, ganz speziellen Situationen auch zu Tätern werden können. Mhm. Und aus unserer Sicht waren die Trader oder sind die Trader eher der zweiten Gruppe zugehörig. Also alle Situationstäter. Das hieße jetzt aber ja auch, Herr Noll, dass wir im Grunde sagen, Sie sind Opfer eines Systems, in dem Sie sich bewegen? Also mit Opfer, mit dieser Formulierung wäre ich etwas vorsichtig, aber ich glaube, dass die Umgebung auf diesen Trading Floors und in diesen Handelssälen doch sehr, sehr stark korrumpieren kann. Die kann korrumpieren. Es gibt eine ausgezeichnete Studie, die heißt Rogue Traders, also Schurkenhändler. Mhm. Da wurde aufgezeigt, dass in den Handelssälen hierarchische Stufungen praktisch fehlen und dass auch Titel praktisch nichts zählen. Es gibt eigentlich nur eine Messgröße dort auf diesen Trading Floors für Erfolg, und das ist Geld. Das ist Geld. Also diese jungen Leute dort, die können sich eigentlich nur positionieren mit ihrem Lohn, mit Boni und mit Statussymbolen. Mhm. Und Statussymbole, deshalb sind Statussymbole auch so disproportional gewichtet in diesen Umgebung. Nach außen zeigen zu können, dass man sehr viel Geld hat, um nicht zu sagen, verboten viel Geld hat. Ja. Also ich denke, vor diesem Hintergrund versteht man auch, wieso die Gier eigentlich gar nicht negativ konnotiert ist in dieser Umgebung. Die sind eigentlich stolz darauf, gierig zu sein. Das ist etwas, was uns jetzt immer wieder verblüfft, wenn man sowas sieht, aber ohne Scham geben diese Leute zu, gierig zu sein. Mhm. Kann man das nochmal formulieren, was da genau praktisch als Prägung vorliegt? Also Sie haben einen Tunnelblick und sind im Grunde genommen auch stumpf für alles und in Bezug auf alles, was in Ihrer Umgebung bezieht und geschieht, weil Sie alleine auf diesen Goldregen warten. Ungefähr so? Ich denke, man kann es so formulieren. Mhm. Die sitzen da vor ihrem Bildschirm und haben eigentlich nur Geld vor Augen. Also wir müssen jetzt Geld machen, sonst können wir nicht uns profilieren, können nicht zeigen, wie erfolgreich wir sind. So. Nun haben Sie das für Börsenhändler untersucht, für die Herr Döring gerade auch noch mal angesprochen hatte, also für Leute auf dem Parkett, die eben in diesem Nanosekundenbereich handeln mit Milliardensummen. Lässt sich das, was Sie da herausgefunden haben, in irgendeiner Form auch übertragen auf normale andere Industriebranchen, auf Manager in diesen Branchen? Also wir haben jetzt nur Trader untersucht. Mhm. Das ist ein Stück weit spekulativ, was ich jetzt da sage. Ja. Ich denke, dass auf den Trading Floors diese Kompetitivität schon in der Reinkultur gelebt wird, eben auch, weil es keine Titel gibt und keine Hierarchie und so weiter, was es ja in den übrigen Firmen gibt. Aber also was man jetzt so beobachtet mit diesen absurd hohen Abfindungssummen ich verstehe, wenn das gewisse Leute wie verletzt und sie das obszön finden, das verstehe ich, das kann ich auf eine Art nachvollziehen. In der Schweiz ging es ja um 60 Millionen Abfindungen, glaube ich. Das war, Daniel Vasella, der Chef von Novartis,
Abfindungssumme. Eben also solche Dinge, die weisen eigentlich schon darauf hin, dass diese Maßlosigkeit und Gier langsam sich auch in den Aufsichtsräten und in den Vorständen von anderen Firmen breit macht. Was müsste man an diesem System verändern, damit eben genau die Gier und das Geld nicht mehr die wichtigsten Parameter sind? Also ich würde mal vorschlagen, dass der Verhaltenskodex innerhalb der Firmen angepasst und aufgewertet wird. Dass da die Mitarbeiter geschult werden, repetitiv, dass die Vorgesetzten als Vorbild auftreten und ganz wichtig, dass eine Null-Toleranz-Politik gefahren wird bei Verstößen. Mhm. Das finde ich ganz wichtig und das ist bisher nicht passiert. Also man sieht es beispielsweise an diesem UBS-Trader Adoboli, der 2 Milliarden Schweizer Franken UBS verzockt hat. Der hat ja die längste Zeit sein geheimes Konto gehabt, das jeder erkannt hat aber und das gegen die Regeln verstoßen hat. Mhm. Aber die Vorgesetzten haben nichts gemacht. Also da ist eine Laschheit und eine Permissivität, die kontraproduktiv ist. Das meinen Sie? Und Sie sagen im Unteren auch, dass wenn man Boni verteilt in einer solchen Größenordnung, dass es auch den Malus geben muss, wenn man verliert oder wenn man einen Fehler macht. Ja, es ist das sagt einem wieder gesunder Menschenverstand, finde ich. Und es widerspricht eigentlich auch verhaltenspsychologischen und lerntheoretischen Grundsätzen, wenn man sagt, man kann alles riskieren, aber wenn man es verpatzt, dann verliert man nichts. Mhm. Das ist ja, und das widerspricht auch den Prinzipien der freien Marktwirtschaft, abgesehen davon. Ja. Würden Sie denn sagen, Herr Noll, dass diese Appelle der Politik jetzt auch an die Manager, man soll die Gehälter begrenzen und sie sollen selber ein viel besseres Gefühl dafür haben, was angemessen ist und was nicht angemessen ist, glauben Sie, dass das fruchtet? Unmittelbar bestimmt nicht. Also mittelfristig, langfristig denke ich, dass es als Zeichen was nützt. Mhm. Ich denke, so ganz viele Sachen, die jetzt diskutiert werden, können eine gute Signalwirkung haben. Mhm. Auch diese Sendung beispielsweise, also dass Sie dieses Thema ausgewählt haben, dass auch das kann ein Signal. Jetzt kriegen wir auch mal ein verstecktes Lob. Vielen Dank, Herr Noll, dass Sie bei uns sind. Merci. Es war nicht mein verstecktes. Völlig logische Frage. Wo Psychopathen erfolgreich sind, ist da am System was krank? Das System, das kapitalistische System, das wir haben, ist nicht dafür verantwortlich, moralische Menschen auszubilden. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Luhmann hat gesagt, dass Moral im Kapitalismus nicht die Größe ist, auf die es ankommt, sondern wo wir Moral ausbilden müssen, das ist bei den Menschen, das ist in der Bildung. Wir können aber uns nicht davon abhängig machen, dass Manager jetzt zu besseren Menschen werden, die mehr von ihrem Einkommen mit uns allen teilen, sondern wir müssen da ansetzen, wo die Moral ist, nämlich in der Gesellschaft, bei den Bürgern. Wir müssen das politisch durchsetzen. Mhm. Frage an Herrn Augstein. Ist das System krank oder sind einzelne Charaktere krank? Naja, also ich sag mal, in dem Augenblick, es ist natürlich ein bisschen Soziologie pro Seminar. Also wenn in dem Augenblick, als der Ostblock weggebrochen ist, ist dem Westen was Oskar Negt, auch ein Soziologe, die Abgrenzungsrealität genannt hat, abhanden gekommen. Auch wenn wir das nicht wollen, auch wenn Ihnen das vielleicht nicht passt, war es natürlich schon so, als es den Osten noch gab, mussten wir hier immer besonders rechtfertigen, dass es bei uns besser läuft, dass wir das hier besser im Griff haben. Ja. Als das aber weg war, sozusagen dieses Gegenbild, diese Negativfolie, da sind hier im Grunde alle Schleusen aufgegangen. Und ich glaube, dass damit auch sozusagen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft weggespült wurden. Mhm. Und es wäre sehr wünschenswert, dass aus dieser Finanzkrise gelernt wird, dass man wieder Steuerungsmechanismen einsetzen muss, dass die Politik sich wieder ermächtigt. Ja. Ich sehe allerdings unter dieser Bundesregierung nicht, dass das passiert. Mhm. Frau Kraft, Sie sind interessant, weiß nicht jeder, Sie sind gelernte Bankkauffrau. Insofern muss ich Sie jetzt natürlich auch nach den Psychopathen fragen. Braucht man psychopathische, soziopsychopathische Züge, um sowas werden zu können? Oder ist es einfach nur hilfreich in dem einen oder anderen Geschäft? Also jetzt mal bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Nicht jeder Banker ist ein Soziopath. Also das ist irgendwann für mich dann auf. Die machen ja auch bringen eine wichtige Leistung für uns als Gesellschaft. Ja? Also Spareinkommen gut verwalten.
halten, dafür sorgen, dass Wirtschaft investieren kann. Also es sind ja wichtige Funktionen, die da laufen. Wir reden hier über die Händler, die in ihrem Kosmos leben. Das, was mich stört, die Theoriedebatte finde ich interessant, aber was mich sehr praktisch irritiert, ist immer wieder, ich bin ja an verschiedenen Stellen auch damit befasst, wie werden eigentlich Menschen entlohnt für ihre Tätigkeit? Und gerade wenn es um Positionen geht, in Gesellschaften, in Vorstandspositionen, dann kommt immer wieder diese Argumentationskette, ja, wenn wir aber den Guten haben wollen, dann müssen wir das und das bezahlen. Und das ist dann immer der Punkt, wo ich sage, nee, müssen wir nicht. Mhm. Sondern man bekommt auch gute Leute, die für weniger kommen. Und diese Kette hat sich immer weiter nach oben geschraubt. Und da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Und das, glaube ich, muss man ein Stück wieder zurückführen. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Aber es sind auch politische Maßnahmen, die wir ergreifen müssen. Dazu gehört eben auch ein Steuersystem, in dem man eine Vermögensteuer einführt. Natürlich muss man dabei aufpassen, das werden wir auch tun, dass kleine und mittlere Unternehmen dabei in ihrer Substanz nicht besteuert werden. Natürlich gibt es das. Gibt es auch Modelle für, werden wir vorlegen, machen sich keine Sorgen, wir werden dann regieren, wir machen alles das ordentlich. Keine Wahl. Nicht. Es geht nicht. Doch. So, und das muss man tun. Und wir müssen auch darüber reden, ist der Spitzensteuersatz noch in Ordnung? Wenn ich sage, wo kommt Ungerechtigkeit her und wie wird sie empfunden, hat es viel mit unserem Bildungssystem zu tun. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Menschen, die gar keinen Aufstieg mehr hinbekommen, weil der Bildungserfolg immer noch vom Elternhaus abhängt. Mhm. Viel zu stark. Da müssen wir investieren. Wir brauchen Geld. Und da müssen wir darüber reden, wo holen wir das her? Und da müssen die starken Schultern in diesem Land mehr tragen. Mhm. Und das können sie auch. Begrenzt für Bildung sind auch viele dazu bereit. Und da sind wir genau an dem Punkt, von den hohen Managergehältern uns noch mal zu fragen, was die SPD jetzt eigentlich als alternatives Wahlprogramm vorgegeben hat. Wenn wir die Spitzensteuersätze erhöhen, Herr Augstein, muss man ja dann auch noch mal fragen, ab wann gilt jemand eigentlich als reich in diesem Land? Wenn die Vermögenssteuer erhöht werden soll, gilt es für wen in diesem Land? Das muss ich ja glücklicherweise nicht entscheiden. Aber, das definiert. 100.000 ist die Grenze. Finde ich jetzt irgendwie so intuitiv richtig, aber das soll dann, das ist die Sache der Politik, das zu entscheiden. Ganz kurz nochmal, Gerhard Schröder hat, als er die Agenda vorgestellt hat, vor 10 Jahren, hat er ja gesagt, es kann doch nicht sein, dass ein Akademikerkind 6-mal so wahrscheinlich auf die Uni geht und so weiter. Das ist 10 Jahre her. Da war die SPD, hatte einen guten Teil dieser 10 Jahre regiert. Ja, wir haben den ganzen Tag gemacht. Es hat sich aber nichts geändert bis heute. Es sieht heute noch ganz genauso aus. Nein, das stimmt nicht. Es ist schon ein bisschen was vorangegangen. Auch im Wissenschafts- und Hochschulbereich. Also wir haben ein bisschen was hingekriegt. Aber wir müssen mehr tun. Das, was wir im Kita-Bereich jetzt tun, wo wir ja alle Nachholbedarf hatten und auch gesehen haben, wir müssen früher anfangen mit Bildung. Das wird sich natürlich erst in einigen Jahren vollständig auswirken, aber wir müssen viel früher beginnen. Wir sind jetzt bei Kita, sind wir uns alle einig. Aber wir müssen, das bin ich von überzeugt, sehr viel vorbeugender tätig werden, bei den Eltern beginnen. Ja. Wir müssen viel früher eine Brücke zu den Eltern haben. Wenn da schon vieles nicht richtig läuft, dann können wir das hinterher auch in Kita und Schule gar nicht mehr auffangen. Mhm. Und diese vorbeugende Politik zu etablieren, das ist der Ansatz, den wir in Nordrhein-Westfalen umsetzen. Gut, das haben Sie unbedingt noch mal sagen sollen. Und ich würde jetzt super gerne noch mal zu dem Thema. In dem Zusammenhang, weil Armut vererbt wird. Wir reden ja hier über Armut. Richtig. Und weil es eben genau nicht so sein soll, dass die Kellerkinder bleiben. Daran wollten wir eigentlich lange was ändern. Und genau das hatte Gerhard Schröder vor 10 Jahren auch versprochen. Frau Wischhusen, wir gucken uns trotzdem noch mal an, ab wann die Sozialdemokratie vorhat, an der Besteuerung in diesem Land etwas zu verändern. 100.000 für den Single-Verdiener. Empfinden Sie das als schon reich? Und glauben Sie, sie würde es treffen?